Hallo zu einer neuen Folge Elden Ring. Heute geht's los mit Melina und zwar vom Straßenbalkon weg müssen wir hier die Route nehmen bis zu diesem roten Punkt, die Holdroute. Ich bin schon echt gespannt, was uns erwartet am Weg. Bin schon mal vorgelaufen, damit ich weiß, wohin ich muss. Nein, ich habe unabsichtlich, ich bin ins Inventar und habe noch nicht die Aufnahmetaste gedrückt. Schade, da war nämlich hier so ein Boss zu bekämpfen und der hat mich überrascht, obwohl ich im Inventar dieses Item genutzt habe. Der Schleier des Imitators. Nutzen. Jetzt bin ich eine Pflanze. Eigentlich dürfte mich niemand sehen. Aber die Gegner sehen mich. Weil der Große da, der was normalerweise hier abhängt, hat mich gesehen. Somit vergessen wir den Blödsinn. Das ist eigentlich, glaube ich, nur Spaß gedacht. Oder wenn man sich vielleicht wohin stellt. Aber kaum bewegt man sich, erkennen einen die Gegner. Ja, somit habe ich dann meine Runen da oben irgendwo. Die muss ich mir auf jeden Fall zurückholen. Dadurch, dass ich den Dicken da besiegt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er hieß. Ja, habe ich nämlich doch ein paar Runen bekommen. So, die nehmen wir jetzt nicht mit. Da habe ich das Item schon geholt. Da oben brauchen wir einen stärkeren Zauber, auf jeden Fall. Oder wir buffen uns einfach und nehmen den Kometen, das geht auch. Hier. Aber ich habe ja noch mein Schwert, mein tolles. Sieht er mich, glaubt ihr? Ja, ich glaube, wenn ich mich von vorne anschleiche. Das sind ja ein paar. Ich brauche meinen Stab. Da habe ich auch noch einen gesehen. Ich will keine Überraschungen, ich möchte nur das Item. Schlaffett, das ist natürlich top, wenn man das auf die Waffe tut, sollten die Gegner einschlafen. Und ich habe eh einen Gegner, der benötigt viel Schlaf. Oder ich probiere es mit meiner sehr leichten Ausrüstung. Dann gehen wir wieder auf die Stufen entlang, weil das sind sehr viele Gegner. Jetzt kommt der Große natürlich. Ohne Mana wird das nichts. Ah, einmal reicht. Okay, nett. Nächste. Der hält ja echt mehr aus. Aber ich könnte ja auch das andere Zepter nehmen. Das ist nämlich auf plus 8. Ui, und das ist nur auf plus 5. Ja, das ist schon ein Unterschied. Nur natürlich braucht das andere mehr Mana. Warte, jetzt brauchen wir das. Ja, seht ihr? Mehr Mana. Dafür macht das auch um einiges mehr Schaden. Schauen wir mal, warum die da alle rumliegen. Ist da ein Item oder so? Nein, warte, ich hole mir mal meine Ruhe. Warte, nein, 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 nein. Den wollen wir nicht, den wollen wir nicht, den wollen wir nicht. Schnell weg. Jetzt erwischt mich natürlich wieder, ist eh klar. Also
zurück. Wir brauchen da was für den. Wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Wenn er da bleibt, ist mir das eh noch recht. Ich glaube, ich brauche mehr Heiltränke, wenn es so weitergeht. Oder ich hole die Ahnenjünger. Asche. Da ist er eh schon. Ja komm schon, du sollst den Ahnenjünger holen. Das geht jetzt nicht mehr. Interessant. Der wird mich, nein, wenn du mich tötest, ich sag's dir, dann bin ich sauer. Ja, der weicht da noch aus, super. Warte, da müssen wir Stücke zurück. Ich habe nämlich überhaupt keine. Die müssen wir anders bekämpfen. Da brauche ich das da. Zuerst mal einen Heiltrank. Und dann den Trank. Und dann nicht den Kometen, aber oh ja, der ist sehr schnell. Aber jetzt dreht er mal den Rücken zu. Schaust aus wie ein roter. Was bist denn du, ein Schlangenmonster? Was hast denn du da? Oh mein Gott. Ich. Eine wirklich schlimme Kreatur. So. Die hat dieses Item hier beschützt. Ich bin gespannt, was da drinnen ist. Beziehungsweise was da liegt. Und das sind meine Runen, die holen wir uns auch gleich. Warte, wo ist das Item jetzt? Da. Besseres Fleisch. Also wegen dem habe ich jetzt mein Leben riskiert. Die anderen habe ich eh schon alle getötet. Da ist noch einer. Da hinten. Seht ihr, wie viel mehr das gleich an Mana braucht? Und zum Farmen reicht meistens das karianische Zepter. Es ist halt einfach nur auf plus 5 und das ist auf plus 8, also es macht schon einen großen Unterschied. Sollte ich vielleicht nicht doch schauen, ob da noch ein Item liegt, aber da sind eigentlich nur, also ich sehe keins. Die beten nur den Friedhof an, dann lassen wir sie beten und ziehen weiter. Ein Mana-Trank wäre auch nicht verkehrt. Da müssen wir hin. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, die Rolltroute. Da müssen wir drücken. Den Hebel. Na, ist eh da, der Aufzug. Warte, da stand was. Untersuchen. Na, Hebel ziehen. Das war meine letzte Markierung. Ich hoffe, ich finde bald einen Ort der Gnade. Und ihr seht, kommen ist man aus der Hauptstadt Lendell. Draußen fängt es wieder an zu regnen. Das Wetter ist nicht mehr schön. Ja, Lendell, die Hauptstadt, ist immer wunderschön. Warte, da ist was. Jetzt konnte ich nicht tun. Ich habe 27.000 Runen. Das ist doch schon ganz schön. Ja. Locke ich jetzt da runter. Ui, gleich drei. Na eh klar. Was mache ich denn? Also ich habe keinen Dienst in der Hand. Kein Zepter.
Ja, ei, ei, ei. Kannst schreien. Ich brauch bald, ne? Gnade. Aber ich kann ja immer um Gnade bitten. Und vielleicht wird sie mir ja gewährt. Flammendrachen-Talisman. Plus eins. Dann schauen wir uns gleich mal an. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden deutlich. Und ich hatte vorher den normalen. Den habe ich aber wirklich benötigt einmal. Bei einem Boss. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn man mit den Medaillons so herumtestet. Weil jeder Boss ist anders und sag jetzt nicht, der macht Feuerschaden. Kann ich da mein Pferdchen rufen? Nein, kann ich nicht. Komm schon, ich möchte mein Pferdchen rufen. Ich habe ja keine Dings mehr. Nein, kann ich nicht. Geräuchertes Fleisch, super. Und jetzt ist er ein Ritter. Hat er mich schon gesehen? Das sind nämlich lauter Blutflecken. Kann man da nicht anders durch? Was macht man denn? Links. Na super, links. Ah, da ist auch einer. Stimmt. Und ich habe eh schon fast kein Mana mehr. Aber wir müssen hier irgendwie vorbei. Wir lassen ihn links. Verstecken uns. Was sagt ihr? Jetzt kommt auf mich zu. Boah. Nein, der wäre ja schon fast tot gewesen. Okay, das war meine Schuld. Jetzt muss ich mir die Runen auch noch zurückholen. Das sind 30.000 Runen. Also, bis gleich. Wieder da. Und zwar diesmal mit mehr Heiltränken. Ich hatte ja wirklich nichts mehr. So, schauen wir mal. Eigentlich müsste ich ihn rufen können. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Wir brauchen nur einen besseren Zauber. Anis dunkler Mond. Wenn der etwas schneller. Wir dürfen den Linken da nicht wecken. Oder wir räumen ihn gleich aus dem Weg. Nochmal. Es geht nicht. Puh. Den hätten wir doch in Ruhe lassen sollen. Super. Der kostet mir jetzt einiges. Schieß einmal. Komm schon. Jetzt bin ich dran. Na geh, das hat mich getroffen. Das gibt's ja nicht. Ich dachte mir, ich räume mich schnell aus dem Weg. Schieß noch einmal. Komm. Und jetzt einmal noch ran ist dunkler Mond, das dauert nicht so lange. Ich habe so gewusst, wenn der dich trifft. Jetzt komme ich mit so viel Heiltränken darauf und nehme den vor ich Dodo. Komm schon! Komm schon! Waffen. Wir warten, bis er geschossen hat. So, jetzt bist du es aber. Leiche plündern. Großpfeil mal 5. Und jetzt müssen wir den da töten. Mit etwas wenig, was wir jetzt haben. Dann nehmen wir gleich einmal das.
der ist eigentlich eh leicht. Da war der da um die Ecke, ja. So. Jetzt hole ich meine Runen zurück und weiter geht's. Es sollte nämlich ein Bosskampf bevorstehen. Es wäre nur nett, wenn ich eine Gnade finden würde. Preiset rechts. Was soll ich da preisen? Oh mein Gott. Wenn ihr wenigstens gute Nachrichten hinterlässt, ja, dann würde ich sie auch preisen, ja. Und ich habe die Kette. Da ist kein verborgener Pfad. So. Was steht hier? Riesige Person? Ja, die liegt aber... Ja, der Skarabäus, den brauche ich. Der droppt nämlich einen Dunkelschmiedestein Stufe 6 und genau den brauche ich. Wo ist der Skarabäus? Nein, den Skarabäus. Voraus. Da ist er eh. Ich sehe ihn, warte. Ah, ich kann nicht anders sehen. Jetzt. Boah, was ist denn das jetzt für ein Ding geworden? Mann, na. Nein, jetzt ist er weg. Wir müssen sowieso hier nochmal her. Wenn es dunkel ist, dann gibt es nämlich da gibt es dann, ich glaube sogar einen Boss. Also werde ich mir diesen Ort hier merken. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieser Ort hier ist oder doch weiter voran. Auf jeden Fall erst in der Nacht erscheint ein Baum mit einer goldenen Saat. Und ein Boss, ein optionaler, Verehrer der schwarzen Klinge. Und bei Nachts erscheint auch der Dunkelkavallerist. Also wir müssen unbedingt bei Nacht dann nochmal hierher. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier ist. Das ist ja komplett neu für mich. Aber den Skarabäus, dass der dann noch so groß wird, da hätte ich ja gleich einen besseren Zauber nehmen sollen, mich vorher noch buffen. Ich dachte, ich schlag da zweimal drauf. Super. Aber ich könnte ja einen Ort der Gnade finden und nochmals hier zurückgehen. Das wäre ja schon mal was. Ich bitte um Gnade. Nicht sagt, da kommt schon wieder was. Ich habe eh kaum mehr Tränke. Zwei Heiltränke, einen Manotrank. Was ist denn hier schon wieder? Erstens rechts, dann runter. Na super. Jetzt muss ich dann bald mit Schwert kämpfen, wenn ich kein Mana habe. Ich sehe rechts nichts. Vielleicht brauche ich Licht. Aber hier sind viele Blutflecken. Ah, hier rechts. Boss? Welcher Boss? Gibt es da wenigstens eine Gnade? Den da? Und den kümmern wir uns, wenn wir eine Gnade. Hätte ich nur ein Pferd. Ja, um den kümmern wir uns, wenn wir uns eine. Irgendwo eine goldene Gnade gefunden haben, weil das geht so nicht. Ohne Gnade. Ihr macht ja überall eure Nachrichten. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Das ist der Aufzug. Ich hoffe, er führt uns zu einer Gnade und nicht zu einem Boss. Weil mit den Heiltränken, also mit einem Heiltrank, werde ich keinen Boss überleben. Ich nehme mal das Bessere. Das ist alles so dunkel. Habt ihr absichtlich gemacht, aber eine goldene Gnade würde man ja sehen. Okay, also hier geht's raus. Wo sind wir hier? Direkt. Ah, ist das eine Gnade? Bitte.
Ja, juhu. Und wir sind im Schneeland. Verbotene Lande. Dann machen wir den Boss gleich, würde ich sagen. Ich raste und hole mir den Skarabäus auch noch. Weil der ist wichtig. Der droppt genau den Dunkelschmiedestein, den ich brauche, um das karianische Zepter aufzuwerten. Aber in den verbotenen Lande finden wir ja auch die Perlen, die wir brauchen. Schauen wir uns nochmal um. Vielleicht schaffen wir den Boss ja. Versuchen können wir es, oder? Wenn nicht, müssen wir uns die Runen dann schnell zurückholen. Weil 40.000 ist nicht wenig. Wo ist meine Asche? Der war doch da. Oder war das das Skarabäus? Dann holen wir uns den Skarabäus. Naja, da vorne ist der Ritter schon wieder. Aber ist egal, wir können uns ja dann porten. Da ist das Skarabäus. Gibt's hier nicht, dass ich den nicht schaffe? Mit was könnte ich den? So, wir gehen wieder zurück. Wir buffen uns mit Terra Magica und mit. Was ist jetzt? Ist der Aufzug oben? Ja, weil ich nicht runtergefahren bin. Oben gibt es ja keine Gnade. Und hier habe ich auch noch ein. Ah, das ist der große Aufzug von Rold. Hier habe ich noch ein Gesuch von Haus Vulkan. Das ist Juno Hoslo. Und wir haben ja den NPC kennengelernt. Ist er noch? Der ist ja jetzt nicht mehr. Der ist ja schon weitergezogen. Nein, der ist noch da. Ritter Dialos. Interessant. Ich habe ihn doch letztens gar nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall, wenn wir dieses Gesuch machen, bekommen wir noch eine extra Belohnung. Weil das ist derjenige, der seine, ja, Leibwächterin oder wie er sie nennen will, tot aufgefunden hat. Seine Liebe. Ich brauche ein Licht, es ist so dunkel. So, gehen wir jetzt gleich zum Boss oder zum Skarabäus? Ich würde sagen, das ist der Boss. Komet. Hannes dunkler Mond. Der braucht nur so viel Mana. Er ist echt Hammer. Ja, nehmen wir mal den Azurs-Kometen. Obwohl, ich möchte den eigentlich erst später machen. Kann ich hier eine Asche rufen? Eigentlich schon. Vielleicht gleich mit dem Großbogen. Kann aber kein Boss gewesen sein. Haha. Ein Schuss und der ist tot. Aber jetzt kommt der Boss. Na klar. Das war ja klar. Goldene Rune Stufe 9. Jetzt kommen zwei gleich. Kommt schon, mach was. Was habe ich dich?
brauch Mana. Und weg! Schon wieder Mana. Sind ja gleich zwei. So, der erste ist einmal Geschichte, was der zweite. Schnell weg, 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 weg! Ich brauch Mana auch. Ja, der spuckt Feuer. Deswegen hätten wir... Weg, weg, weg von ihm. Den schaffen wir noch, komm hin. Nach hinten. Wir haben nur 30 Sekunden, hau drauf, es geht, komm. Ja, jetzt brauchen wir Mana. Wo ist denn eigentlich mein Medaillon? Ich habe das anscheinend rausgetan. Mit Geistern. Geschafft. Grausame Zwillinge. Asche von Maltöter Rollo. Das wird sicher eine gute Asche sein, wenn wir die hier droppen. Bin schon gespannt. Jetzt schauen wir uns noch den Skarabäus an, wenn wir noch genügend Mana haben. Und da brauchen wir wirklich was Starkes, was schnell geht. Also am besten Terra Magica buffen. So, jetzt sind wir bei einer Gnade. Das ist schön. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine lange Reise wird, wenn das jetzt schon so beginnt. Das ist das Ostaltus-Tor, okay? Das sind wir jetzt hier. Wir sollten uns aber aufmachen, die Karte holen. Und wo wird die sein? Wenn wir da nicht viel sehen. Warte mal, vielleicht sehen wir da oben mehr. Na, dann muss ich das nächste Mal schauen, weil ich glaube, in dieser Folge geht sich jetzt eh nicht mehr aus. Komme ich da jetzt nicht mehr raus? Öffnen. Oh doch. Wo bin ich denn da jetzt? Eben im Aufzug, oder? Oder ist das ein anderer Aufzug? Aufzug versuchen, der schaut nämlich etwas anders aus. Na, fahren wir mal. Achso, ich wollte den Skarabäus, aber da ist ja nichts gewesen mehr. Keine Tür. Da können wir uns dann dahin porten und gehen dann einfach zurück zum Skarabäus. Also den hole ich mir schon noch. Schauen wir uns das Gebiet nur etwas näher an. Ich brauche unbedingt diesen Dunkelschmiedestein. Und in der nächsten Folge gehen wir auf die Suche nach den Perlen, weil in diesem Gebiet gibt es echt viele davon. Bin ich da jetzt gelandet? Komme ich da rein? Wow!
Erdenbaum, ja, Achtung. Jetzt bin ich wieder zurück, oder wie? Wer ist denn das? Ah, eine Gnade. Gleich aktivieren. Heiliger Turm von Ostaltus. Also wenn er heilig ist, dann kann mir ja nichts passieren. Oder sind das Finger? Schauen wir mal. Da ist eine Rune oder irgendwas. Warte. Kraft der großen Rune wiederherstellen. Große Rune wiederhergestellt. Morgoths große Rune. Ich bete nochmals für ihn. Und weiter geht's. Wie sind wir da jetzt gelandet? Also dieses Mal einfach nur erkunden ist mal was ganz was anderes. Finde ich schön. Wo geht's da hin? Kann man da runter? Nein. Also ich sehe nichts. Ich sehe nur Nebel. Und Nachrichten. Wo steht Spring? Ihr würdet doch auch nicht springen, ja? Wenn jemand zu euch sagt im Leben, spring von der Brücke. Würdet ihr denn springen? Nein. Ich würde mal schauen, wie hoch das ist. Kann ich da überhaupt drüber springen? Und im Spiel ist es genauso. Also, ja. Außer man macht es als Scherz. Lese ich mir das mal hier durch. Immer ihr mit eurem Loch. Also da geht's jetzt weiter, oder wie? Da bin ich ja gekommen. Was mache ich denn da? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Wegen der Gnade vielleicht? Jetzt weiß ich, was das für einen Sinn gehabt hat. Dieser Bosskampf. Noch zusätzlich, also eine Zauberasche, eine nette, und wir hätten den Aufzug verlassen sollen. Für ein Item. Die Klinge des Rufs, fragt mich nicht, was das ist, aber ich lasse mir das sicher nicht entgehen. Ich werde jetzt nochmals mit dem Aufzug fahren. Aber ich hätte den ja gar nicht verlassen können, oder? Kann ich den verlassen? Soll ich da runterspringen? Da sterbe ich ja. Ah, hier! Aber das ist ja eh schon das Ende. Nicht runterspringen, weil jetzt bleibt er eh stehen. Ich glaube, die meint damit einen anderen Aufzug. Feuer? Ja. Haha, das ist lustig. So, jetzt hole ich mir den Skarabäus. Wir versuchen jetzt noch den Skarabäus. Etwas Licht wäre schön. Ihr seht, wunderschön hier. Und dieses Land werden wir in der nächsten Folge uns näher anschauen. Jetzt hatten wir eh gerade einen Bosskampf. Ich glaube, das reicht. Aber da geht es eh nirgends raus. Nein, wir müssen hochfahren. Bin schon dran. Vielleicht hier den Aufzug verlassen. Ich werde es eh sehen. Wenn man ihn irgendwo verlassen kann, dann werde ich es machen. Der Boss ist jetzt mal Geschichte. Der eine. Ist es der? Nein, das ist er nicht. Das ist mein Skarabäus. Oder? Sag jetzt nicht, der ist schon wieder da.
Nein, das ist nicht der Boss. Das waren die Zwillinge und das war nur der, das bewacht hat hier. Der ist nämlich nachher auch wieder aufgetaucht. Da sind die. Da ist der Ritter und das Skarabäus. Das heißt, wir müssen uns buffen, dass wir den erwischen. Die bessere Route hab ich eh schon. Oder ich schleiche mich einfach an mit Schwert. Das wäre doch auch was. Kann ich mich auch buffen. Wie soll denn da sein? Ich hoffe, der Ritter sieht mich jetzt nicht. Den brauche ich jetzt nicht. Jetzt, hau ihn nieder. Nimm dein Dings. Das gibt's ja nicht. So, einmal machen wir das jetzt noch. Also wir treffen uns gleich hier wieder. Wieder da. Und ich glaube, ich muss den Ritter aus dem Weg räumen, damit ich von der anderen Seite rankomme an den Skarabäus. Mir wird nichts anderes überbleiben. Ja, aber der Ritter ist eh schnell aus dem Weg. Nein, dich will ich jetzt nicht. Den lassen wir mal links liegen, weil der geht dann auf die andere Seite. So, dass ich ihn auf beiden Seiten einfach erwische. Okay, zuerst einmal Terra Magica. Dann. Habe ich es geschafft? Ja, und zwar mit Azurs Komet, Dunkelschmiedestein, Stufe 6. Das ist natürlich top. Ja, und somit beenden wir die Folge. Nächstes Mal geht es weiter auf diesem Punkt hier. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß, tschüss.